1986, herzlich willkommen zu Spider-Man Part 14. Jetzt geht's da weiter, wo wir aufgehört haben, und machen hier gleich den nächsten Turm frei. Oh. Jetzt. 2 von 3, perfekt. Jawohl, jetzt sind hier wenigstens ein paar Dinger wieder frei. Dass man hier ein bisschen was sieht hier. In Herrgotts Namen, Alter. Yes. Endlich wieder mal ein neuer Turm hier. Meine Güten. Jetzt kann man hier auf der Karte hier ein bisschen mehr sehen hier. Verdammte Axt. Was ist das jetzt schon wieder? Fisks Versteck. Könnte man als nächstes mal mitmachen. Machen wir erstmal das, was hier ist. Und dann als nächstes können wir das machen. Na, endlich haben wir hier ein bisschen was frei hier. Aber erstmal kümmern wir uns um die Penner hier drüben. Und dann... So. Perfekt. Die Landung. Die Dämonen rauben einen Panzerwagen aus. Das Geld ist sicher nicht für einen Kindergeburtstag. Okay. So. Oh. Oh. Komm du mal nach oben, Alter. Der lässt doch nicht hier letzte. Und dann. Na, warte. Komm mal her. Duscheltyp nervt mich jetzt gerade wirklich ein bisschen. Und da steht hier, Alter. Hier, nimm das mal. Was willst du denn? Was willst du denn? Na, komm mal her jetzt, ja. Vergiss es, Junge! Weg! Geil, Spider-Drohne ist so cool, Alter. Ernsthaft, meine Spider-Drohne ist einfach genial. Aha. Oh yeah, gleich 3 von den Teilen. Perfekt. Einfach genial. Oh, meine Spider-Drohne ist einfach genial. Kann man das nicht sagen. Cool. Warte mal, ich guck mal, ob man da was umstellen kann, schnell. Und so, ja. Spider-Bro. Warte. Was ist das? Ja, ich nehme Netzblüten wieder, so perfekt. Reden wir über den kostümierten Irren, der buchstäblich eine Bank zerstört hat. Und nein, damit meine ich nicht Herman Schultz. Ich rede von Spider-Man. Schauen Sie, Schultz ist ein Berufsverbrecher, offensichtlich gestört. Er halt. Selbst Schocker. Also erwarte ich nicht, dass er geistig normal handelt. Aber Spider-Man behauptet, er sei ein Entschuldigung. Held. Erzählt das den Bankangestellten, die jetzt arbeitslos sind, den Kunden, die unersetzliche Familienerbstücke in den Schließfächern hatten. Hätte er nicht warten können, bis Schulz vielleicht draußen ist, bevor er ihn angreift. Natürlich hätte er dann wahrscheinlich ein paar Autos demoliert. Spider-Man betrachtet nämlich sorry. Seinen Spielplatz und ihr Eigentum als seine Spielsachen. Und wie gern er doch sein Spielzeug kaputt macht. Okay. So, dann wollen wir mal gucken. Nein! Entschuldigung, Leute. Sorry. Ich muss los, aber
Komm, Spider-Man. Jawohl, hoch mit dir. Fisks Werft liegt im Süden. Muss dran denken, sie mir anzusehen. Okay. Und auf die Pille. Kingpin. Hä? Oh, jetzt geht das hier wieder los. Oh, come on. Ich mach mal diese Sicht hier raus. Oh, komm mal her, mein Freund. Ich sollte vorsichtiger mit meiner staunenden Öffentlichkeit sein. Das ist wahr. Ja, sorry. So. Ach, hau doch mal auf jetzt hier. Komm, Digga, hau mal auf jetzt hier. Warte mal, muss ich da vielleicht nach oben jetzt? Warte mal. Was heißt das, wenn wir kurz mal nach oben gehen dabei? Hm, wenn ich dann vielleicht von da oben hier... Hä? Alter, bin ich jetzt verrückt gerade? Warte mal. Ah, okay, hier den. Ja, guten Morgen. Meisterwerk! Ja. Super. Ey, guten Morgen kann ich dazu sagen. Ernsthaft. Dann schwimmen wir uns mal hier rüber. So ein Raketenwerfer weckt einen auf. Wow. Shit, Alter. Ich hau mal lieber. Wow, wow, what the fuck, Alter. Ich hätte mal lieber aufs andere Dach gehen sollen. Schön. Na egal, egal. Alles gut, alles gut. Alles gut, Leute. Alles gut. Ah. Ich behalte erstmal den, was ich da hab gerade. Ja. Was ich gerade merke, kommt gut voran, finde ich, in dem ganzen Dingsbums hier. So. So. Dann wollen wir mal gucken. Hatte ganz vergessen, wie viel Spaß das macht. Bingo! Wir haben das nächste. 2 von 5. Perfekt. Dann. Wollen wir uns erstmal kurz hier. Okay. So, dann gehen wir mal hier nach oben hier kurz. Komm, mach's bei dir. Ja. Das nächste. Gut gemacht, Spidey. Das ist doch super von dir, ey.
Geh mal von der Wand weg hier. Du, ich weiß, du bist ein Spinner, aber geh mal von der Wand weg jetzt, bitte. Danke. So. Okay. Wow, da unten, das sind die ganzen Heinz von unten. Ich habe neue Infos zu Adrian Toomes, alias Vulture. Der geflügelte Kriminelle scheint unter Krebs zu leiden und wurde in die Krankenstation des Raft verlegt, was die Öffentlichkeit okay. ein Vermögen kosten wird. Ich frage Sie, warum hier eine Krankenstation im Raft? Wie Fische in einem Fass. Ein okay. Gefängnis voller Ehrer. Lass der Natur ihren Lauf, wenn die krank werden. Oh Gott. Alter, der Typ ist ja gefährlich, Alter. Was geht denn über den ab, Alter? Alter. Hm. Ja, come on. Alter, Vater, was ist das hier für ein Dreck? Ja, ich hätte was umgemacht, wenn ich ungewesen bin. Egal, scheiß drauf jetzt. Ja. Aber ich muss wenigstens die ganzen Wahrzeichen nicht mehr machen. Das ist nur die, was ich nicht habe. Okay, jetzt. Hätte ich das eigentlich nicht eingesetzt, dann habe ich jetzt das nicht verhauen damit. Dann muss ich das heute drin, habe ich das nämlich nicht. Oh, komm. So, nochmal hier nach oben jetzt. So, leck mich doch gerade. So. Komm hoch, Spidey. Alle Einheiten. Polizisten liefern sich Feuergefecht mit Dämonen. Hä? Bitte nach Madison. Ah, hab ich denn schon oder was? Zieh nicht in der Mitte. Ah, okay. Aha, denn in die Mitte muss ich damit. Okay, dann gehe ich mal kurz nehmen hier rüber. Jetzt aber hoffentlich nahezu. Ey, halt! Ernsthaft gerade? Das ist ein Blödsinn. Hm. Ja gut, dann gehen wir nochmal kurz nach oben hier schnell. Okay, momentan sagt es mir nichts grün an. Okay, verstehe ich jetzt irgendwie gerade nicht. Egal. Spider-Man, bitte hilf mir! Achtung, alle Einheiten. Entführung gemeldet. Alle Officer nähe Madison, bitte zum Tatort. Klar, wenn es die ist, dann ist es... Oh Gott, was ist das jetzt hier? Okay. Oh, mal gucken. Alles okay, Ma'am? Carmen, mir geht's gut. Es geht um meinen Mann, Rodrigo. Er verhält sich seltsam und offenbar trifft er sich mit dieser Frau. Wow, hören Sie, ich bin keine große Hilfe bei Beziehungsproblemen. Das meine ich nicht. Sie hat mit bösen Leuten zu tun. Rodrigo könnte in Schwierigkeiten stecken. Er hat Angst, erzählt mir aber nichts. Ich sehe mir das an.
Wo treffen Sie sich als nächstes? Heute Abend, Entgiftungsklinik Greenwich. Okay. Keine Angst, Carmen. Ich finde heraus, was los ist. Okay, dann machen wir hier loslegen. Klinik ist in der Nähe. Hab auch Rodrigos Foto von Carmen. Mal sehen, ob ich ihn finde. Dann los geht's, Spidey. Oder Detektiv Spidey. Dann hier rüber und hoch. Yeah. So, dann machen wir hier mal gucken, was hier dann, was es denn hier gleich Schönes gibt. Detektiv Spidey. Okay. Okay. Guter Sprung, Spidey. Na also. Da ist Rodrigo. Er ist sehr nervös. Die Frau sieht nicht wie eine Freundin aus. Ich mache ein Foto. Mal sehen, ob Carmen sie erkennt. Du solltest mir nichts vorenthalten. Warum sollte ich? Wenn das Foto rausgeht, schlechter geht, Winkel. Ist muss gerade drauf. Dann rück raus mit den Plänen. Sehr schön. Was zum Teufel ist da vorne los? Ja, das wird gut. Hey, ernsthaft, ihr verarscht mich doch gerade, kann das sein? Heldenverehrung für heute. Interessant. Hab's. Ha, na also, geht doch. So. Gut, dann beenden wir jetzt hier den Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also, bis